Also wir sehen, was ganz problematisch und ganz heikel ist, nämlich eine Regierung verbietet ein Pressemedium, das regierungskritisch ist. Das kennen wir eigentlich eher aus autoritären Staaten. Und wir haben in Deutschland die Pressefreiheit, das Grundrecht der Presse, die sehr weit reicht. Und deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht das immer wieder betont, ohne freie Presse gibt es keine Demokratie. Punkt. Und wir sehen jetzt, dass die Innenministerin da eingreift. Es ist natürlich so wie bei jeder Freiheit, auch die Pressefreiheit ist nicht völlig unbegrenzt, sie hat auch Grenzen. Aber man darf in die Pressefreiheit nur eingreifen, wenn es strikt verhältnismäßig ist und wenn es wirklich um was Wichtiges geht. Und diese Abwägung spart sich die Innenministerin. Die Innenministerin praktiziert nämlich einen Trick. Der Trick ist, sie definiert die Redaktion und den Verlag von Kompakt als Verein. Und dann sagt sie, jetzt darf ich Vereinsrecht anwenden und dann verbiete ich Kompakt als Verein. Ein Verein zu verbieten ist nicht so schwierig und ein normaler Verein ist auch nicht geschützt von der Pressefreiheit. Sie umgeht sozusagen durch diesen Trick, dass sie sich aufs Vereinsrecht stützt, die Pressefreiheit. Und das ist juristisch völlig inakzeptabel.